Hallo Leute, weiter geht's. Mountain Conquer General. Bei New Harbor City. Ja, letztes Mal haben wir gerecht, glaube ich, die BG hat hier meine schöne Parade vernichtet. Und ich habe mich jetzt gerecht. Zusammenfassung. In New Harbor City wurde eine EBG-Zelle enttarnt. Die EBG nutzt das Tagungszentrum als Basis. Die EBG muss vernichtet werden. Ja, das machen wir doch mal. Jetzt will ich mal sagen. Da oben, Bazooka-Typ, Gatling-Panzer. Der ist cool. Und, Battle-Panzer. Ja, da würde ich sagen, vernichten wir die EBG. Und die International, Befreiungsgruppe. Die Harbor-Krise. Die New Harbor City Asien. Asien, so. Stimmt. Mir ist nur nicht eingefallen, wo das liegt. New Harbor. Schöne lange Brücke. Fahren zwei Bulldozer, Leute, Panzer. Die Leute sind so groß hier wie die Panzer. Ich weiß nicht, ob das eine Realität so ist, aber ich schätze nicht. Nein. Ich glaube nicht, dass Menschen größer sind als Panzer. Da unten ist übrigens so ein Schiffchen. Ja, und da, sie haben jetzt mal so ganz locker so ein Würfel der Matrix gelegt. Kennt ihr das? Würfel der Matrix. Ui, es leuchtet. Was macht das wohl? Achso. Könnt ihr nicht schwimmen? Nein, meine Armee! Aber sowas von. Sie haben keine Gnade verdient, diese Schweine. Einsatzziel. Zerstören Sie das Tagungszentrum und die umliegenden Flugplätze. Um Ihre Gegner aufzuhalten. Achso, nee, das war schon mal ein ganzer Satz. Ja, dieses riesige Monster. Da kann man fast. General, das ist der traurige Rest unserer Armee. Wir brauchen eine Kommandozentrale und eine Radaranlage. Was? Wir lösen unsere Basis auf freiem Feld? Das habe ich nicht verstanden. Wo geht's zur Schlacht? Na, hier geht's zur Schlacht. Oder besser gesagt, hier geht's zum Sportplatz. Ja, ich habe wieder Fähigkeiten. Was nehme ich? Ich habe sogar zwei. Nehmen wir Saber, Kaserne und Artillerie. Beschuss, Abschuss. Der Reaktor ist fertig. Dann bauen wir mal Nachschublager. Und zwar... Oh, muss es doch reinpassen irgendwie. Ach, egal, machen wir es so. Wenn er jetzt hier durch diesen Eingang fährt, wäre es natürlich cool. Dann sieht noch alles krass aus. Aber ich bezweifle, der fährt jetzt bestimmt einfach nur durch den Zaun, anstatt hier durch diesen extra angelegten Eingang. Und... vor einfach nebendrin. Dann machen wir ein Radar. Und dann noch... Ja, mal Minigun. Jetzt positionieren wir mal hier schön drauf. Die waren das ja schön. Du baust jetzt mal eine Kaserne. Und zwar so. Oh Gott. Upgrade verfügbar. Scheiße. Der kommt dann nicht mehr weg. Ich bin auch so schlau irgendwie. Aber jetzt habe ich das so schön hingestellt. Und das lasse ich auch jetzt. Dann habe ich eben einen Bulldozer weniger. Wen Jux. Ich bin so schlau. Ich sperre den dann noch alle. Egal. Dann ist er jetzt Dekoration. Jetzt ist es mir scheißegal. Schön hier. Hier oben kommt, glaube ich, nach und nach Verstärkung. Ey, das ist Polizei. Cool. Ich bin so schlau. Naja, egal. Das baut sich wenigstens flott. Flotti Karotti. So, dann machen wir hier Bunker. Sieht jetzt nicht sehr schön aus, aber ist schon egal. Interessant. Ich fahre auch weg.
denn ich habe gerade diese richtige Anzahl. So. Eigentlich soll das dann so aussehen. Denn da passen nur 5 rein. Da habe ich wieder 5. Und so werde ich auch mal die Leute hier verwenden. Ich bin die Artillerie. Hier kommen sowieso nur leichte Fahrzeuge. Deswegen ist das ja auch nicht so schlimm jetzt. Ja. Und da kommt schon mal. Runter von den Schienen! Es fährt. Bei S fahren kann. Wir sind einsatzbereit. Was mich ehrlich gesagt interessiert, der Zug fährt einfach hier weiter. Und wie können die da aussteigen? Ich meine, sie springen doch unmöglich wohl einfach von den Schienen runter. Ja, hier sind Leute, diesmal ganz Schlechtes. So, damit die Kaserne etwas moderner aussieht, setzen wir noch ein Kraftwerk hinten dran. Die sind schlecht, denn hier oben steht nämlich ein Säuretraktor. Also hier so Waffenfabrik für Säuretraktoren. Und, naja, die haben es in sich. Deswegen hebe ich jetzt einfach mal die Leute auf. Nehmen wir noch das. Hier oben ist auch nämlich schon ein Krankenhaus. Hey, Naschenberger. Interessant. Ich könnte jetzt einfach hier so rüber hingehen, die zwar kaputt machen, aber wo bliebe da der Spaß? Sei ja Spaß machen. Nicht einfach nur, oh komm, ganz schnell fertig machen und fertig. Waffenfabrik setzen wir neben dran, dann hat es mehr oder weniger eine schöne Form. Upgrade verfügbar. Oh, vielen Dank. Oh, gut, wenn die Waffenfabrik fertig ist, dann baue ich mal meine Paragettenpanzer. Da gehe ich mal los. 8 plus 8, das sind, ah, wie viel? 200, okay. Jetzt. 3 Gatlinge. Das sollten wohl reichen. Ach ja, das ist übrigens nicht blind, wie ihr schon gemerkt habt, da ich so viel Info weiß. Trotzdem. Habe ich noch Strom dafür? Energie da, ah ja. Okay, Zeit kommt an. Den Panzer. Ach, was soll's, nehme ich mal mit. So. Die Tweet Panzer sind da. Also speichere ich. Ah ja, mein Freund hat auch Kampagne angefangen. Weil er es nicht mehr hat. Oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Dann fahren wir mal los. Ja, die fahren so. Das muss schön aussehen. Ich bin sehr kreativ. Wenn ihr irgendwelche Spiele habt, oder besser gesagt, empfehlen könnt, wo man schön kreativ Seiten bauen kann, außer Minecraft, denn das habe ich jetzt selber, also hier zum Beispiel hier mit Strategie, so Kreativität, dann sagt es einfach. Also hier, yes. Oh, ist einfach nur traurig. Also. Der fällt jetzt mal hoch. Da jetzt noch keine Säuretraktoren kommen, habe ich jetzt Glück. Ich habe jetzt extra hier 3 Gatlings-Panzer mitgenommen. Ich glaube, so kreativ war ich auch noch. Ah, hier kommen wieder schon die nächsten Nachschubeinheiten. Alles eins nach dem anderen. Wir fahren erstmal hier hoch. Und dann baue ich hier ein Gatling-Geschütz. Okay.
Aber die Bonusziele mache ich immer ganz schnell, weil sie das Spiel dann vereinfachen. Das war ich jetzt mal direkt dahin. Stillgestanden. Gut, ihr erobert das. Eure Panzer verschwinden jetzt mal. So, jetzt mal das mal ganz schnell kaputt. Weil ich keine Lust habe, dass sie mich da voll stundenlang nerven. Ach ja, wenn ich das hier übrigens Luftjage, dann ist überhaupt Säure, werde ich auch mal gleich machen. So, dann bauen wir das hier mal auf. Vielleicht zeige ich euch das mal. Wenn das so ein bisschen riskant wäre. Oh oh. Ja, das sind so kleine fahrende Bomben. Die kennen wir ja schon bereits. Die Typen von Not. Oder wie die heißen. So, dann hauen wir mal das in die Luft. Das wird jetzt ein bisschen zerstörerisch. Aber was heißt ja ein bisschen? Das wird grauenhaft. Zerstören. Oh, seht ihr schon, die Säure zu draußen. Jetzt wird hier gleich alles voll gemacht. So. Einheit verloren. Aber trotzdem will ich das hier noch nicht. Ja. Seht schon. Also weil wir noch stellt das dahin. Und da irgendwo unten soll ein Geld doch. Ja, da sind sie doch. Und lässt irgendwie jemand Geld hier in der Bahnstrecke liegen. Ach ja, die Züge kann man übrigens auch kaputt machen. Das will ich schon mal sagen. Im anderen Level kann man es besser zeigen. So, erstmal schnappt euch das Geld. Geld, regiert die Welt. Jetzt war noch eine Pistole. Egal. Geht runter von der Bahnstrecke. Bevor er niedergeschmettert werdet. Erstmal erobert das. Diese Ölfabrik. Ja, Ölraffinerie. Ja, kosten weniger Fahrzeuge. Die Fahrzeuge etwas billiger. Ich habe jetzt gerade... Ja, hat mein Freund gemacht, ich will ein bisschen verwirklichen, aber... Das will ich gerne mal ein Let's Play machen, das hat Schaden. So, dann haben wir noch... Das Gebäude ist eingenommen, was zwei von denen. Wie viele? Das sind drei Stück. Eins, zwei. Dann nochmal zwei. Los, verteidigt die Burg! So, die drei werden das jetzt schön verteidigen. Und, warte mal, kann ich das erobern? Ah, Tatsache. Ihr seht, was ich vorhab. Ich baue eine Menschenarmee. Hier unten ist übrigens eine Fähre. Dann kommt man hier hin, hinter der Basis, aber ist jetzt irgendwie nicht so wichtig, finde ich. Ich werde es jetzt von der Front machen. Einheit verloren. Was sind jetzt vier? Ja, das sollte reichen. Naja, wie gesagt, man kann... Oh, Zeitzone. Egal, gleich geht's weiter. Wir sehen uns.